Servus Leute, hi und willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light 2 mit mir Magmo. Wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt, freut mich sehr. Heute wird es mal eine andere Folge, denn heute steht kein Story-Playthrough hier an, sondern wir sind ja schon durch die Story durch und müssen jetzt die Open World erkunden. Und Leute, ich werde euch nicht das Ganze zeigen, das interessiert euch wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet oder ob ich es anders machen soll. Freue mich immer über Feedback. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Heute beginnt das Open-World-Abenteuer. Jetzt müssen wir erkunden und viel rausfinden. All meine Fauxpas werdet ihr nicht sehen, die werde ich rausschneiden. Okay, mal über diese Hindernis springen. Springen. Oh Gott. Oh, oh mein Gott. Ceres, unsere Ernten vor der Winterkälte schützen. Was tust du denn? Wir brauchen den Saft, um die UV-Lampen zu betreiben. Geh nach oben und aktiviere das Windrad, ja? Ich glaube, der hat mit uns gesprochen. Ich könnte dieses alte Paar, Carl und Ellie... Sie lebten über dem Antiquitätenladen auf der Horseshoe. Sie waren etwa 80 Jahre alt, aber sie liebten sich noch immer. So ein Gegner? Wusstest du, dass diese Stadt vor Jahrhunderten ein Fischerdorf war? Gott, die töten für ein Sushi. Hm. Kann ich mir schon vorstellen. Hat ja sonst nichts. Kommt man jetzt da hoch? Ah. Oh, das ist Geschicklichkeitsprüfung. Was? Schaffen bitte. Ist ja ein Gegengewicht, auf das man hoch kann. Moment. Hä, was ist denn jetzt los? Game hackt. Moment. Hier ist doch etwas. Okay, krass. Null habe ich damit gerechnet. Jetzt? Gar nicht gefährlich. Gar nicht gefährlich. Puh. Aber wir haben's. Oder? Sancho Panza! Wie in jedem guten Open-World-Spiel gibt es dann wieder solche Punkte, die man dann freischalten muss und dann, ja, kommen die Leute wieder zurück. Warum haben sie das nicht schon vorher die ganze Zeit gemacht? Warum? Gruppierungsgebäude. Das Aktivieren eines Windrads erschafft eine Sicherheitszone. Darum. Diese bietet einen Ruheplatz, der vor UV-Licht geschützt ist. Durch ein aktives Windrad werden verlassene Gebäude zu Gruppierungsgebäuden. In diesen Gebäuden sind Händler zu finden, aber auch neue Quests, Herausforderungen. Aha, und nachts eine UV-Quelle. Schön. Hm? Welches Gruppierungsgebäude es ist, hängt davon ab, wer das umliegende Gebiet kontrolliert. Aha. Aha. Muss das also zuweisen? Okay, so weit sind wir noch nicht. Machen wir mal weiter. Schauen wir mal, was noch kommt. Wir haben jetzt eine Parcours-Fähigkeit auch bekommen. So, wir können uns also entscheiden für fester Griff oder Aktivlandung. Ah. Aha. Wir verlieren keine Ausdauer mehr, wenn wir das gut so haben, ehrlich gesagt. Ist aber auch geil. Jetzt zu sagen, was. Ich glaube, das ist in der Not wichtiger jetzt erstmal. Nimm ich erstmal das. Vielleicht ist ja hier unten was. Vielleicht hat jemand hier was refurbished. Cool. Wow. Es ist viel stärker als das, was wir haben. Refurbished, Junge. Aufputschmittel.
Wow, wow, wow. Jetzt haben wir hier aber hier. Oh, wow, 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 wow. Leute. So gut. Ist die Ausrüstung, die zu mir passt. Oh, Mittel. Ah, hier. Was ging mir Schönes? Eine Schutzbrille. Gottes Willen, wir gingen voll das Stuff, Leute. Stuff. Er hat sie direkt angezogen. Der Mann weiß, was gut für ihn ist. Los. Jemand braucht Hilfe dort hinten. Hier. Überlebenden gerettet. Reicht das? Wir haben einen Überlebenden gerettet. Geil! Was jetzt? Können wir mit ihm reden? Gib mir das aufputschen. Cool. Das Geile ist, wir haben uns erstmal hier fett neue Waffe gekohlt. Aha, aha, aha. Handelsposten. Hier, was ist das? Dunkle Höhle. Hohe Infiziertendichte. Ah. Da musst du reingehen, wenn es dunkel. Dann gehen sie raus. Na, jetzt, das machen wir nicht. Gott, das ist ja so eine dunkle verlassene Höhle. No, no, no. Hat nur. Nein, 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 das machen wir jetzt. Ja, ja, das ist ein Schmarrn. Wir kommen hier nicht weiter, wenn wir das. Aha, was ist jetzt hier los? Darüber? Muss sagen. Also hier sieht's aus, könnte man hoch. Dann geh doch mal hoch. Sich eine Pattsituation. Okay. Wir müssen da hochkommen irgendwie. Das wird ein Unterfangen. Naja. Das ist wie ein Aufzug, der aber nicht funktioniert. Der Aufzug ist refurbished, Leute. Ratlos. Bin. Oh, hier. Das. Das Seil schnappen, oder? Jawohl. Komm immer höher. Ah, hier schon. Der Kantenmaler. Sehr gut. Das war schwer. Cool. Eine epische Axt. Vodka aus der alten Welt. What the shit? Was haben wir denn für geile Sachen hier, Leute? Geht denn ab? Refurbished, da kann man runter. Okay, aber hoch. Jetzt mir nicht sagen, dass wir jetzt hier hingehen, oder? Refurbished, Junge. Refurbished. Übelst. Das ist schon richtig hier, aber dann... Oh nee, oder du willst nicht... Was ist das, bitte? Okay, nehmen wir den oberen. Ja, komm! Boah, war das knapp jetzt, aber jetzt können wir hoch. Auf geht's! Jawohl, Junge. Okay, jetzt hier diese dünnen Bretter. Wer hat denn das überhaupt gebaut? Wie hält das überhaupt? Okay, wir sind anscheinend da, oder? Hoffentlich. Ja, what the shit?
ja schon da. Aber es ist ja hier nichts da. Was soll denn der Witz? Willst du mich veräppeln? Warum sind wir jetzt dann hochgeklettert, wenn es hier nichts gibt? Bring jetzt ins Wasser. Wir waren oben. Was für ein Blödsinn. Was gibt's überhaupt? 67 Meter. Ich war da oben. Naja, ich sammle so meine Erfahrung. Chemiegebiet, na geil, halt. Ich hoffe, den Kindern geht es gut. Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Starr mich weiter so an und ich werde es als ordnungswidriges Verhalten ahnden. Shall I kill you, motherfucker? Zeit zu gehen. Die Nacht ist jung. Was ist das? Besiege. Dafür das überhaupt? Vielleicht. Leute, das ist einen Infizierten besiegt. Guter Sprung, Mann. Auch zu faul. Ich habe alle verloren. Sie sind weg. Eine Quest? Wer ist weg? Brauchst du Hilfe? Oh nein, mein Freund. Danke. Aber hier kann man nichts machen. Aber warum? Wen hast du verloren? Meine Fische. Meine kostbaren Fische. Kannst really? Du dir vorstellen, was es heißt, Fische zu halten, wenn Wasser so schwer erhältlich ist? Aber sie waren meine Freunde, meine Lehrer. Ja, willkommen in der realen Welt. Sauberes Wasser ist ein Luxusgut. Vielleicht ist es für dich ohnehin besser, kein Wasser mehr für Fische zu verschwenden. Ich kann nachvollziehen, dass du das nicht verstehst. Dafür müsstest du erst eine Weile mit Fischen verbracht haben. Was labert der Idiot? Okay, aber zum Quest meine annehmen Fische. Müssen wir das andere nehmen. Aber... Warum opferst du Wasser für Fische? Warum denn nicht? Weil Wasser teuer ist. Es ist Mangelware. Oh, ich weiß. Aber sie können nun mal nicht ohne Wasser überleben. Wer weiß schon, wie viele Fische da draußen in der Welt noch übrig sind. Millionen! Fast alles Wasser ist verschmutzt. Oh, die ganzen toten Fische, die ich an der Oberfläche schwimmen gesehen habe. So ein trauriger Anblick. Warum sind dir Fische so wichtig? Kann ich dich auch etwas fragen? Warum ist diese Waffe dir so wichtig? Ich muss mich schützen, um zu überleben. Ah, siehst du? Es ist alles so subjektiv. Naja. Was nötig ist und was nicht. Deine Waffe ist nicht sehr subjektiv. Für mich sind Fische fundamental für unsere Existenz. Von Fischen kannst du alles lernen, was du über das Leben wissen musst. Gute Frage. Also, was hast du denn von den Fischen gelernt? Oh, wie viel Zeit hast du? Ich habe von ihnen jahrelang gelernt. Sie haben mir beigebracht, wie man anderen zuhört. Sie sind tolle Zuhörer, weißt du? Ah ja. Sie haben mir auch beim Einschlafen geholfen. Hast du schon einmal schlafende Fische gesehen? Sie sind so ruhig und friedlich. Es ist ihnen egal, wenn man sie die ganze Zeit anstarrt. Oder wenn Rüpel an die Wände des Aquariums klopfen. Warum? Geduld. Sauerstoff ist wichtig. Fast genauso wichtig wie Wasser.
Hast du schon mal gesehen, was passiert? Ich wünschte, ich hätte nicht gefragt. Wenn im Wasser zu wenig Sauerstoff ist? Nun, ich könnte ewig so weitermachen. Aber ich denke, es ist nicht dasselbe, wenn es nicht direkt von den Fischen selbst kommt. Blödsinn. Jetzt bin ich neugierig. Wo sind deine Fische? Leider sind meine Fische, wie gesagt, nicht mehr unter uns. Sie sind weg. Was ist passiert? Jemand hat sie gegessen. Jemand hat deine Fische gegessen? Jemand ist bei mir eingebrochen und hat alle meine Fische aufgegessen. Und dann das ganze Wasser getrunken. Das Wasser, für das du so viel geopfert hast. Wer? Sag schon. Möchtest du, dass ich ihn für dich aufspüre? Ah, nee. Vergiss es. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Ich habe Fischgräten vor seinem Haus gesehen. Aber lassen wir das. Was? Du möchtest keine Rache? Er hat deine Fische gegessen. Eines der vielen Dinge, die man von Fischen lernen kann, ist, wie schon erwähnt, Geduld. Und dass man sein Schicksal einfach akzeptieren sollte. Wenn du sie eine Weile beobachtet hast, wie sie einfach in ihrem Aquarium herumschwimmen. Sie fragen sich nicht, wo sie sind. Sie beschweren sich nicht, dass das Aquarium zu klein ist. Sie sind einfach da. Du bist also ein Fisch. Was? Also nochmal von vorne. Du hast alles, was du hattest, für das Wasser deiner Fische gegeben. Dann hat jemand deine Fische gegessen und das Wasser getrunken. Wahnsinn Glück. Und du bist trotzdem nicht wütend? Oh, natürlich war ich wütend. Aber was nutzt die Wut mir? Sie sorgt nur für negative Gefühle und Gewissensbisse. Genau, die Tat ist wichtig. Fischen wir eines Tages wieder in den Flüssen und Meeren. Ja, fischen. Auch dabei kannst du viel über das Leben lernen. Du klingst wie eine Art Fischmönch. Ich bin jetzt jedenfalls so arm wie ein Mönch. So viel ist sicher. Und ein Fisch bist du auch. Mach's gut, mein Freund. Es tut mir leid, dass du nichts von meinen Fischen lernen kannst. Boah, Alter. Ich dachte, hier gibt's eine Quest. Nee, ich hab sie abgeschlossen, indem ich ihm zugehört habe. What? Okay, alles klar. Und man kriegt einen Köder. Also man kann auch in dieses Spiel fischen. Okay, das ist ein Händler hier, beste oder? Beste Auswahl. Wie kann ich helfen? Ich möchte ein paar Sachen verkaufen. Wir haben ja ein paar Sachen, die... halt einfach nicht brauchen, wie zum das hier, tschüssi. Endlich! Aber ich verkauf's cool. Klar. Klar. Sicher! Bring mir mehr davon! Ja, klar! Was kann ich bei dir kaufen, Bruder? Ein Kukri, das ist doch ein Wurfmesser, Kukri, das kenne ich von Elden Ring. Und das ist schwächer als das, was ich habe und übersteigt das, was ich mir leisten kann. Hm. Besuch mich mal wieder. Ja, nicht so, Bruder. Ja, die dunkle Höhle. Da könnten wir jetzt hingehen, weil es ist Nacht. Das können wir noch machen. You wanna die? Alrighty. Das ist Heuli. Irgendwas Schleimiges beliebt. Kommen wir denn da in die dunkle Höhle rein? Ich brauche deine Hilfe. Du darfst nicht zulassen, dass mir das passiert. Cool. Haben wir eigentlich irgendwas? Wir haben Kampfpunkte. Lufttritt. Naja, nehmen wir das mal. Gilsen. Oh, danke. Du hast mir echt den Arsch gerettet, Mann. Hier. Jetzt lass doch los, du Dummkopf, ey. Meine Mutter hat begonnen. Gebiet. Ah, der Seite ist es. Muss uns schicken. Wir können da durch. Wir kommen nicht hier durch.
Soll das? Oh nein. Ich habe keine Zauberpilze mehr. Unglaublich. Okay, das war's. Das war's. Wir haben es probiert. Ich habe es natürlich übertrieben. Jetzt verwandle ich mich. Yeah! Success! Lass doch los, du Hirni! Okay, bis jetzt hat uns keiner entdeckt. Was? Waffen? Gebiet. Man darf hier nicht zu lange warten. Impfstoffbehälter ist dort hinten. Ich sehe hier gar nichts. Taschenlampe anmachen. Ja, die Tür ist zu, ne? Scheuer. Chemiegebiet auch noch. Geht's raus? Ja, ein Loch zum Unterfall. Ich habe keine Immunitätsmischung. Ist es die hier? Ja, es ist. Okay, ich komme hier nicht vorbei. In einem scheiß Chemiegebiet. Eine Scheiße. Hä? Irgendwie killen oder sind wir einfach nur gearscht? Und der behält. Aha, hier. Aber der Typ ist. Okay, alles klar. Schwer. Oh Gott. Unter Druck bin ich gut. Niedrig schwer. Ah, was? Steh doch auf, ich drück's voll drauf, ne? Okay. Genau. Oh, Moment. Immunität kritisch, habe ich gehört. Hier. Perfekt. Refurbished, Junge. Ja, Moment, war das jetzt nicht das Richtige? Hier. Ist aber nicht das, was ich suche, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre hier. Das so aus. Aber no. Ein Innenverschluss. Ja, also, es tut mir leid, dann weiß ich ja nicht wohin. Was ist das hier? Er lässt wieder mal nicht los, dieser Spacko. Furchtbar ist das. Impfstoffbehälter.
Deine Mutter ist in der Nähe. Wir sind tot. Hat wieder nicht geklappt. Hier ist es. Hä, bin ich falsch gelaufen? Impfstoff. Alter, in letzter Sekunde. Ich sehe nichts. Das war wirklich in allerletzter Sekunde. Oh my fucking God. Nee, wir können es ja jetzt nicht machen. Wir brauchen drei dafür. Also ich dachte, wir sterben jetzt. Ohne Shit. Fuck, war das knapp. Und ich habe überhaupt nichts mehr gecheckt. Das ist reinstes Glück, dass ich den Weg hier reingefunden habe. Anscheinend müssen wir hier raus, dann da raus. Ruhe da. Ist jetzt nicht mehr langsam wieder Tag? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Sie anschwitzen, den Spargel blanchieren, die Zwiebeln anbraten, bis sie glasig sind? Natürlich. Wir haben nichts von alledem. Also werden wir einfach essen, was da ist. Ich dachte mir gerade so, es klingt so gut. Wir gehen jetzt in die Sicherheitszone und dann ist Break angesagt. Okay, Leute, das war's denn, glaube ich, auch für die heutige Aufnahme. Ja, wir haben einiges geholt. Wir haben eine Bedienungsanleitung aus der alten Welt. Wir haben einen Köder geholt. Wir haben noch ein paar andere Sachen, aber wir haben einen Hemmstoff geholt. Wir haben ein paar Zombies besiegt und haben die Nacht mehr oder weniger überlebt. Okay, ein paar Mal sind wir gestorben. Wir haben eine coole neue fesche Brille. Wir haben eine neue Fähigkeit. So, ich hoffe, er hat gespeichert. Ich werde jetzt beenden. Leute, das war's für heute. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Story Quest wieder. Bis dann, Leute. Servus. Thank you.